Das umbringt macht einen irgendwie komisch. Und weil wir eine Kamera auf das Gericht und nicht ein völlig anderer Mensch. Warum halte ich den ganzen Tag mit einer Kamera auf mich? Ich habe in meinem Großleiner Straße, in dem Atelier, habe ich 6 Stative und 6 kleine Kameras für immer so 15 Euro gekauft in so einem Verkaufsladen, so einem kleinen Camcorder. Und dann spiele ich da meine Rollen und dann nehmen die mich von verschiedenen Seiten auf. Ach, das ist immer noch. Das ist der absolute Durchbruch. Mhm. Genau. Und dann lese ich die Bildzeitung oft vor. Einfach so eine Titelseite. Genau. Das ist gar nicht, aber... kriegt 600 Euro bar vergrößert und das bin ich, ja. Groß, hart, Stein und hat einen Haufen Pläne, genau, und die wenigsten verwirklicht, aber die richtig gut, genau. Moment, der BAföG-Empfänger, das Leben läuft folgendermaßen, schaut es euch an, das ist das Leben, die Hälfte ist das Leben, okay? So, das war der BAföG-Empfänger, 2 riesige Sätze, und jetzt ich, Katrin? So, aber Moment, da ich halt außerhalb krasse Überlebenskraft habe, geht im Grunde genommen bei mir nur, dass ich, wenn ich gescheitert bin, dann auch noch bessere Scheiter. Ja. Es geht immer darum, dass man es noch besser macht. Also nochmal der BAföG-Empfänger dann, ist noch später. 5 Schritte. Jetzt ich. Das hat gerade an, hast du? Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Fast so weit wie er. Aber ich habe mehr Spritzer gemacht. Oh, cool. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ich bin härter. Ich spiele auch. Aber wir können ja mal gleich ein Video machen. Genau. Und jetzt zeige ich all den Menschen, die auch auf einer einsamen Insel sind, so wie ich, wie man Feuer herstellt. Okay, es ist eine total verzweifelte Situation. Ihr seid angeschwemmt, ihr hattet einen Schiffbruch in der Elbe, seid ans Ufer gespült worden und müsst jetzt Feuer machen. Und ich zeige, wie man Feuer macht. Man nimmt 2 Steine, so, und Holz. Genau. Und dann schlägt man einfach 2 Wochen lang die Steine aneinander, aber ohne Unterbrechung. Ja? Und dann gibt es Feuer. So. Außer man ist BAföG-Empfänger und kann sich ein Feuerzeug leisten. Genau. Der nimmt Holz. Das ist aber nicht mal ein Feuerzeug, das ist in der Familie. Okay, das war's, Katrin.
Feuerzeug? Was? Immer noch auf. Oh, wie langweilig in Betracht. Das ist ja gut. Da gibt's nicht mehr. Okay, jedenfalls. So. BAföG 2. genau. Jetzt zeige ich den Unterschied nochmal von so. Wie ein. Der Unterschied eines BAföG-Empfängers und ich. Hat man ja erst mit dem Stein. Also der. Und jetzt, genau, Feuer machen. So, also, ich würde zwei Steine nehmen, an eurer Stelle, und würde zwei Wochen lang klatschen. Ist doch nicht langweilig, ja. Ich muss selbst lachen können darüber. So. Es schneit, es ist kalt, es regnet, es schwitzt. Genau, und natürlich wird kein Feuer hinzugehen, aber ich bin warm, ja? Weil, genau. Und der BAföG-Empfänger, der würde sich einfach von seinen 600 Euro Feuerzeug holen. Ah, hab ich verbrannt. Oh ja, funktioniert. Genau. Da drin. Schnitt. BAföG-Empfänger. Nicht schon wieder aus dem Garten. Mach ich nicht. Ja, aber auch nicht. Ich schau dich nur durch die Kamera an. Ach so, hab ich schon erzählt, ich habe ein Video gedreht. Aber sag ich nicht, du nimmst nicht auf, aber man kommt immer auf, kannst du Zeit machen? Mach ich doch schon die ganze Zeit. Also nicht aufnehmen. Ja, ich habe ein Video gedreht. Und zwar, und zwar habe ich, bewerbe ich mich gerade um die Stelle des Verkäufers im Humane. Und da habe ich zu Hause einen kleinen Film gedreht, der mich präsentiert, ja, meine Kompetenzen als Verkäufer. Genau, der erste Teil sind drei Teile, der erste Teil ist eine Modenschau, das ist mit vier Klamotten. Und zwar, da ich in den letzten zwei Jahren mein Assistent meinte, wieso hat eigentlich jemand 90 Jacken? Es sind 90 Jacken und jede Jacke hat im Durchschnitt 2 Euro gekostet. Genau, weil ich im Resale gekauft habe und so weiter. Oh, und diese Jacken präsentiere ich. 90 Jacken in so kurzer Zeit wie möglich. Also das Video sterbt langsam, weil es dauert für jeden. Der zweite Teil ist, ich muss zeigen, dass ich Dinge verkaufen kann. Einen Gegenstand verkaufen. In nur 15 Sekunden. Also wie zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Stein. Kaufen Sie diesen wunderschönen Stein, er ist unglaublich schwer und massiv. Und schauen Sie an, wie er springt in das Wasser. Ja, hier haben wir den nicht typischen BAföG-Empfänger. Schauen Sie, wie das dann geht. Wunderbar. Ja, da gab es ja wirklich viele Schritte. Genau, innerhalb von 15 Sekunden muss dieser Stein verkauft werden. Darum, weil Sie so ein Typ sind, der den Stein gut findet, verkaufe ich Ihnen den für, sagen wir, 8 Euro, sagen wir, 3 Euro, sagen wir, 2 Euro, sagen wir, 50 Cent. Ja, genau. Und das musste ich zeigen an vielen Gegenständen, so 6. Und der dritte Teil des Films war eine Schaufensterpuppe einkleiden. Und da habe ich meinen Assistenten genommen und habe ihm so eine Affenmaske aufgesetzt hinter dem Schaufenster, haben am Schaufenster besucht und gefragt, ob wir hinter dem Schaufenster filmen dürfen. Und da stand ich dann auf der Straße mit der Kamera und er hinter dem Schaufenster hatte die Affenmaske und dann hatte er ein Schild in der Hand, da stand ich Mark Humana. Ich werde nicht schon mal screen. Aber darum geht's. Es geht nicht darum zu scheitern, es geht darum, besser zu scheitern. Guten Tag. Schnell. Das ist Kursche, was fallen Sie hin? Sind die Elbe. Was ist denn nichts für vorne drauf? Im Sommer. Eine alte vorne. Das ist ja geil. Wie wickelt das denn? Vorne die Galionsfigur, eine geile alte. Jetzt kommt Mickey Buchanan. Halt drauf. Und ich bin das Opfer. War mit. Nicht verletzt. Komm noch. Vorher hab ich nicht gesehen.
Ach so, genau. Also der Unterschied zwischen einem BAföG-Empfänger und mir. Moment. Ich suche auf den Stein, der den BAföG-Empfänger repräsentiert. Was ist denn das? Ja. Und zwar, das ist der BAföG-Empfänger. Schaut an, wie der Stein springt in jedes Leben. Jedes Leben. Na gut, okay. Und das bin ich. Ich will sterben. Vater, ich habe versagt. Ganz wie du. Ganz alt wie du. Also, das ist ja schon wieder auf. Also, kann ich nicht mal aufnehmen, Katrin. Jetzt halt mal kurz aufs Wasser. Es geht nicht darum, dass man scheitert. Es geht darum, dass man besser scheitert. Noch besser scheitert. Es ist besser. Ich liebe dich so. Jetzt muss ich nicht sein. Das hol ich den Pillar aber noch. Katrin, nicht den kleinen Leon rausholen. Den kleinen Leon. Ich bring mich nicht wie ein kleines Tier raus. Du kennst mich doch. Dein Arsch. Bist du krank? Hast du einen Ausschlag? Ja, ich habe einen kleinen Ausschlag. Aber meine Freunde. Der kleine Ausschlag, den du da aus der Hose holst. Meine Freunde. Noch nicht filmen. Noch nicht filmen, Kathi. Ich will mich nicht meinen kleinen Georg rausholen. Katrin, es reicht. Hör auf zu lachen. Ich will nur mal, wenn ich stehe. Groß. Aber wenn ich brauche. Guck mal, das ist krass. Jetzt habe ich nur noch Luft und habe keine Bänderantenne mehr. Katrin, lachst du mit mir oder über mich? Ich mach mal Krebs. Ah, genau, jetzt pass auf, warte, ich schreibe es ab. Das bin ich als okay, also, Moment. Just, falls ihr es noch nicht wisst, demonstriere ich jetzt den Unterschied zwischen einem BAföG-Empfänger. Das ist das Leben eines. Moment. Das hier. Das ist das Leben eines. Dieser BAföG-Empfänger hat GPS. GPS ist das Global Position System für den Erfolg eines Menschen. Es steht G für die Gabe, P für Privileg, das Privilegium, das liegt in Deutschland, und S für Stärke. Achso, und B, GPS B, B steht für BAföG. Genau. Schaut euch an, wie schwer es ein Student hat, der einen Mindestsatz von 600 Euro im Monat kriegt oder so. Vom Fahrerstar. So, pass auf. Alter, normal. So, draufhalten. Genau, das ist mein Hoden. Nein, das ist kein Hoden, das bin ich als Wasserempfänger. Ah, mit Jukendor. Im Leben geht es darum, dass man immer besser scheitert. Oh, ist das toll. Das ist so toll. Oh, tut mir drei Nacken weh. Oh, hier hinten, oh ja, und hier. Sehr gut, sehr Kultura war heute. Es ist jetzt die After-Show-Party. Wir hatten heute schon ein Begräbnis. Da wurde die Trauer begraben. Heute wurde die Trauer begraben. Dank Sepultura. Ja. Alles nur mal grinsen, das ist schön. Nochmal, ich will nochmal. Ja, ich will nochmal. Komm, wenn du dies bist. Nee, das sei doch nicht. Dann drehen wir gleich. Ich höre da auf. Ich höre bitte auf.
Ja. Ich möchte noch was hochladen. Ist niemand hin? Ah ja, richtig. Weißvideo. Svenny, du bist total witzig. Das warst du schon immer. Dank dir hatte ich öfter mal viel Freude. Jetzt kann ich die so oft haben, wie ich will. Und du auch. Ciao. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, mein Prinz des Himmels, 19.12.1.45. Svenny, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich möchte dich so gerne wiedersehen. Kannst du mich besuchen? Bitte.